Ja. Ist ganz schön laut hier. So, was noch, was noch? Genau, Stromversorgung. Die letzten von denen hinstellen. Damit hier überall schon mal überhaupt irgendwas steht. Dann können wir die nach und nach aufstufen zu MK2-Dingern. So, drüben ist die oberste Reihe jetzt komplett MK2. Okay. Das wollten wir hier eigentlich nicht machen, weil wir hier 4 Boiler haben, statt da oben 3. Wir könnten allerdings eine Reihe hier machen, statt 2, wie oben. Also so. Und haben wir doch keine Stromversorgung. Nee, ist okay. Wir machen doch hier auch 2 blaue Reihen, eine Reihe und dann passt das. Und dann setzt die zwischen bitte ganz normal unser Muster. Mach die Bäume hier weg. So. Damit hier alles doppelt und dreifach abgesichert ist. Schön, schön. Boiler MK2. Brauche ich Stein für. Das sollte kein Problem sein. Hier irgendwo kann ich mir das abgreifen. Was? Ach, da hinten. Dim, dim. Ich hätte gern einen Boiler. Es dauert ewig, das Ganze zu bauen. Ah. Achso, genau. Und ich wollte das hier erhöhen und das da. Mach erstmal das hier. Und brech die Batterien ab, brech die Batterien ab. Brech die Magazine ab. So. Ich will jetzt einen MK1-Boiler dahin pappen. Und dann gucken, wie so eine Pollution aussieht. Es wäre auch schön, wenn wir da Module reinpacken könnten, aber das wäre ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich. Und es wäre komisch, in so einem Schmelzding das reinzumachen. Oder Verbrennending. So, das ist der Liquid Handler. Da. So, Pollution 15,5. Verbraucht doppelt so viel Strom. Macht doppelt so viel Pollution. Aber wird auch doppelt so viel Hitze bringen, denke ich mal. Solar? Wir hätten Platz. Ich glaube, ich mache das sogar echt. Weil das geht nicht. Naja, wobei, sobald wir Topaztürme haben, wollen wir ja sogar viel Smog haben, damit die ganzen Gegner rankommen, damit wir mehr Edelsteine bekommen. Wobei, das war nur in der letzten Staffel so, weil wir halt nicht so viele Kristallfelder haben. Die haben wir jetzt aber. Das ist komisch. Was bräuchte ich für die noch besseren Drills? Für die da? Viel. Also erstmal 600 jeweils ist schon happig. Dann bräuchten wir noch die hier, die brauchen nicht viel. Wir bräuchten die hier, die gehen auch, die dauern aber ziemlich lange. Und für die 5 bräuchten wir dann nochmal alles höher und es kostet viel zu viel. Indestructible Rotor, 4 Smart, Item Exit Dinger, Highly Frames, blubdiwupp. Also es dauert noch, bis wir die Kristalle so mit dem 5er Drill abbauen können. Ja, schade. Rote Chips kommen nicht hinterher. Eisen ist auf 300 runter. Das ist nicht gut. Ja, nee. Ich glaube, ich baue das hier alles einmal um. Bau bitte 4 davon. Ja. Naja, das mache ich mal. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. So. Dann nehme ich euch mal. Zack. 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 Dann hätte ich gerne ein paar Schmelzöfen zum Testen. So, da ist Licht immer drüber, ne? Hä? Wir haben keine Mitte bei unserem System, ne? Zieh es einfach mal hier durch. Dann mach die, ja, 2 Felder hier, ein Feld
von da, von der Lampe bis zu dem. Ein Feld von hier bis da. Das sollte eigentlich okay sein. Wir müssen dann nur gucken, welche Seite für das Erz ist und welche nicht. Eigentlich müssten beide fürs Erz sein. Da wird es in Kisten gelegt. Wir hätten hier sogar Platz für die Kiste hinter dem Ding. Ja. Mehr Schmelzöfen. Und ich muss das jetzt schon mal vorbereiten, weil ich will diese Downtime quasi möglichst gering halten. Das heißt, das muss auch alles schnelle Fließbänder sein eigentlich. Ich baue schon mal schnelle Fließbänder. So, die kommen hier hin. Das müssen wieder intelligente Ärmchen sein. Legen es rein, legen es rein. Und hinten oben legen sie es raus. Ich hoffe, das geht hiermit auf. Aber theoretisch müsste eh immer eine Seite von dem hier frei sein. Ja. So, so, so. Nächste Frage. Ist hier eine Robo-Abdeckung? Nee, ist nicht. Das sollten wir ändern. Indem wir den jetzt doch bauen und dadurch einen von den alten ersetzen. Welchen? Wo lungern die meisten Roboter rum? Momentan lungert nirgendwo irgendwer rum. Wir wollen uns verwirren, aber ich glaube, der hier war wichtig. Ja, ersetzen wir einfach mal den hier, der ist so mit am mittigsten. Was die Auslastung angeht. Dum, dum, dum. Ja. Gib her. Da bist du. Zack, zack. Ja, hast noch mehr Slots und kannst viel toller aufladen. Und hast eine viel größere Reichweite wahrscheinlich. Aber trotzdem, selbst wenn ich die jetzt alle instant durch MK1 ersetzen würde, würde ich das Muster nicht größer machen. Denn überlappen sie sich halt mehr, das ist nicht so schlimm. Aber dafür haben wir mehr Aufladestationen. Das ist wichtig. Genau, jetzt haben wir den einen MK0 Robobot irgendwo. Da. Den können wir dann hier hinsetzen. Damit hier überall Abdeckung ist. Ja, okay. Was ist mit dir los? Ach, da kommt gar nichts an. Das ist ja interessant. Okay, dann kannst du mal für die Eisenjungs arbeiten. Du. Da. Da. So und so. Ihr nehmt bitte nur. Dum, 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 dum. Eisenerz. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. So. Dann kommt das jetzt alles weg. So, die baue ich auch neu auf. Ganz viel Zeug im Inventar. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne die tollen Drills. Weg, 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 weg. Toller Drill. Du legst das auf das Fließband. Gleich. Machst es so. Der andere pappt es auf die andere Seite vom Fließband. Und ihr kriegt jetzt alle die da. Zack, zack. So, wir brauchen definitiv die hier. So, ihr alle. Zip, 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 zip. Und jetzt brauchen wir ganz viele Schmelzöfen. So, und ihr bekommt jeweils noch das Erz hier von mir reingestopft, weil sonst bin ich zu voll. Dann kommen jetzt hier 13 Schmelzöfen hin. Das sieht irgendwie ein bisschen übertrieben aus. Aber gut. Alle schön mit Modulen. Alle mit Ärmchen. Ich glaube, ich habe noch nicht genug rote Kisten. Die kann ich da hinten wegfangen.
Achso, genau. Shift rechts, links, links, links. Damit sie schon mal anfangen zu arbeiten. So, dann kriegt ihr hier jeweils. Da geht es jetzt einmal nicht auf, aber damit muss ich leben. So. Dann hätte ich gerne den ganzen Ramsch hier weg. Ich hätte gerne die Ärmchen weg. Zip. Kisten vor allem. So, dann ist das hier jetzt nicht so vermurkst mit den Fabriken. Davor war Hälfte des Fabrikblocks hier, war eine Schmelzanlage und das sieht alles doof aus. Also mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und das ist jetzt schon viel zu viel, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die hier oben müssen auch noch alle arbeiten, dann sollte das Erz auch schnell genug weggehen. So. Also Kisten zum Rauslegen. Da, 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 da. Kiste, Kiste, Kiste. Nichts beschränken. Alles voll machen mit Eisen. So. Die sollten jetzt alle soweit arbeiten. Alle mit ganz wenig Energieverbrauch. Ja, alle mit relativ wenig Energieverbrauch. Und das ist trotzdem noch nicht genug. Ich brauche noch mehr Schmelzhilfen? Aber ja, das ist jetzt total flexibel. Ich könnte jetzt hier noch mehr Mining Drills hinpacken. Und dann noch mehr Dinger. Das ist alles nur jetzt eine Frage davon, wie viel Eisen ich wirklich brauche. Momentan haben wir kein Eisen. Dafür 640 Stahl. Okay, ich sehe es ein. Wir brauchen noch einen davon. Wir brauchen noch einen Reinleger. Shift rechts, Shift links. Noch einen hier, noch einen da. So, und ich hätte gerne mein ganzes Eisen hier irgendwie los. Ich weiß, da die staut sich da unten noch mehr. Aber das lässt sich gerade nicht ändern. So, wir könnten es auch hier in eine große Kiste packen, so wie vorher. Aber nö, dann arbeiten die halt nicht durchgehend. Was soll ich mit einem riesen Vorrat an Eisenerz? Ja, lass die Roboter mal frei. Dich, dich und dich. Und hier lungern sie jetzt alle rum. Ihr seid komisch. Ich guck mal nach den Eisenplatten. Eisenplatten sind inzwischen wieder im System. Sie gehen relativ schnell. Naja, 129, 130, 140, 150. Also ist auf jeden Fall positiv. 160, es werden immer mehr. Ja, mehr braucht man ja gar nicht. Eigentlich würde es sogar reichen, wenn es stabil sich hält. Jetzt bauen wir einen kleinen Puffer auf und das ist immer gut. Was ist mit dir? Du bist noch fleißig am Arbeiten. Ihr seid alle ausgelassen. Wie sieht es mit Kupfer aus? Kupfer ist bei 9300. Das war vor 3-4 Folgen noch bei 30.000. Aber wir brauchen halt gerade ziemlich viel Draht. Apropos Draht, ich sehe kein Draht mehr im System. Das ist komisch. Ja. Bau bitte schnelle Fabriken. Zwei Stück. Wollen hier noch eine Kupferdrahtproduktion. Und mach hier draus auch noch eine schnelle rote Fabrik. So, was noch, was noch, was noch? Ihr seid alle am Dampfen. Alle am Dampfen. Hier unten sieht es auch gut aus. Wobei das Erz langsam alle geht. Aber das muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. So oder so, aber erstmal okay. Weil selbst wenn das Feld hier unten alle ist, das da oben hält noch eine ganze Weile. Und wir haben hier ein Riesenfeld, das wir einigermaßen leichter beuten können, sobald wir die Basis da wegsnipern. Also wirkliche Probleme sehe ich nicht. Trotzdem sollte ich schon mal so ein bisschen zumindest so tun, als wenn ich mich verteidigen wollen würde. Und die Dinger hier bauen. Und für die nächste Folge die Ostmauer, also noch nicht die richtige Ostmauer bauen, sondern einfach nur das Stromnetz so hinbauen, dass wir die Ostmauer einmal komplett abdecken könnten mit Lasertürmen und Licht und Roboports und so weiter. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Oh, da kommt Chips angeflogen. Nom, 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 nom. Also bis gleich.